ist ganz schön schaukelig. Moin Moin von der Brutti. Schön, dass ihr wieder mit an Bord seid. Heute ist Dienstag, der 3.8. Wir sind auch vom Rutköbing auf dem Weg nach Nyborg. Ein wunderschöner Segeltag. Auf jeden Fall haben wir schönen Wind. Achtern, Baumwind. Wirklich sehr schön. Schönes Segeln. Leider sehr bewölkt, wie man hier sieht. Jo, wie angesagt, wollten wir nach Nyborg segeln. So sind wir auch erstmal los. Aber vor Nyborg selber, wir wollten dort eigentlich auch ankern, sah die Kulisse nicht so einladend aus. Und so haben wir kurzerhand entschlossen, weiter zu segeln und haben dann vor Kehrtemünde geankert. Das war auch eine gute Entscheidung. Da hinten ist die Turöbucht, da waren wir ja schon mal vor Anker. Fast eine Woche lang. Da drüben ist Langeland. Da sind wir gestern mit dem Auto lang gefahren. Skipper in Action. Und Kitty war heute im Mitteilungsmodus. Auch wenn das Wetter ein wenig trist und düster war, der Wind war fair und wir machten gut Fahrt. Man soll ja nicht über andere reden, wenn man die Hintergründe nicht genau kennt. Aber diese Yacht machte uns ein wenig nachdenklich. Wie kann man so langsam Fahrt machen, wenn man bei solchem Wetter und Wind so viel Segel draußen hat? Fragen über Fragen. Wir hatten schon Befürchtungen, dass dieser schnelle Trimaran dieses Schiff als stationäre Wendeboje nimmt. Hier zu sehen ist die 771 Meter lange und 15,35 Meter breite Langelandbrücke. Sie wurde zwischen 1960 und 1962 errichtet und hat eine Durchfahrtshöhe von 26 Metern. Was ein schöner Segeltag! Und erst einmal wieder den Livesling anbenzeln. Irgendetwas zu tun ist ja immer. Dieser Dreimaster war schön anzusehen, da geht einem immer das Herz auf. Und die Leute an Bord hatten wohl auch sehr viel Spaß. Kurz vor Lundberg kamen wir am Else-Howitt-Lighthouse vorbei. Hier ist der Hafen Lunge, Lund oder so ähnlich. Ja, oder so ähnlich. Lundeborg heißt dieser Hafen. Boah, der gibt ja Speed, damit der schneller vor ihm im Hafen ist. Ist das fies. Ha, guck mal, ging voll vor ihm. Der war die ganze Zeit hinter ihm. Und da hat er richtig Speed gegeben. Und tschüss. Der Kampf um die Liegeplätze. Den Hafen lassen wir links liegen und fahren weiter da hinten. Ganz hinten, wo am letzten Zipfelchen, da ist Nyborg. Und wir gucken mal, was wir dann da liegen können. Man kann hier offensichtlich auch gut ankern. Und da scheint eine Boje vom dänischen Club zu sein, wobei nee, die sind gelb. Ein Zeltplatz, das sieht ja witzig aus. Das mit dem sieht witzig aus, finden die Camper bestimmt wohl komisch. Von hier aus gesehen sieht der Hafen recht interessant aus. Vielleicht besuchen wir ihn später einmal. Heute führt uns der Weg weiter. In der Ferne war schon die Store Beltbrücke zu sehen. Die Store Beltbrücke ist eine elegante 18 Kilometer lange Hängebrücke mit Eisenbahntunnel zwischen dem östlichen und dem westlichen Teil Dänemarks.
Die maximale Durchfahrtshöhe an dieser Brückenstelle beträgt 18 Meter. So haben wir noch gut 20 cm Platz. Reicht. Da, wo wir durchgefahren sind, das stimmt es, dass die maximale Durchfahrtshöhe 18 Meter. Aber weiter rechts, da wo die Türme sind, da ist die maximale Durchfahrtshöhe sogar 65 Meter. Hier zu sehen ist Newburgh. Auf dem ersten Blick vielleicht nicht ganz so schön. Aber im Jahr darauf haben wir Newburgh besucht und fanden es sehr, sehr interessant und sehenswert. Aber wie schon gesagt, so als Ankerkulisse nicht so besonders toll. Hallo, hinter uns ist Newburgh. Da fahren wir jetzt aber doch nicht hin, weil uns das Wasser hier zu kalt ist. Mit 18 Grad wollen wir doch wieder zurück in Süden. Also werden wir fühlen einfach nur umrunden, ohne großartig was anzugucken. Das machen wir vielleicht mit dem Auto. Und gehen möglichst wieder in den Süden, in irgendeine Bucht, wo wir mindestens 20 Grad Wassertemperatur haben. Weil sonst geht Jörg nicht schwimmen. Tschüss. Jupp. Im Juni, Juli solche Temperaturen. Zu kalt. Kitty hat recht. Neuer Kurs. Südlich. Ja, wird ja schon irgendwann südlich. Aber erstmal müssen wir doch noch weiter nördlich, weil wir müssen erstmal um Fünen rum. Wir prüfen sicherheitshalber noch einmal Durchfahrtshöhe und den aktuellen Wasserstand. Kitty schaut auch, ob sie hilfreiche Informationen findet. Erst einmal macht sie es sich bequem. Auf der Suche nach dem Wesentlichen wird sinniert zwischen der farblichen Abstimmung von Overall und Schuh. Diese Durchfahrt wäre für uns ein kleiner Umweg und wird außerdem von der Großschifffahrt genutzt. Die große Beltbrücke bei Newburgh hat eine Durchfahrtshöhe von 65 Metern. Das sollte auch für Großsegler reichen. Habe ich ja auch schon erwähnt, aber doppelt hält besser. Wir nähern uns unserer Brückendurchfahrt und schauen interessiert dem vor uns laufenden Segler zu, wohin ihn sein Weg führt. Bis hierhin konnten wir seinen Kurs gut verstehen und nachvollziehen. Bei Brückendurchfahrten behalten wir die Großschifffahrt gern immer im Blick. Des Weiteren Segel und Verklicker. Bei Durchfahrten können sich die Windverhältnisse sehr schnell sehr stark ändern. Spätestens jetzt wurden wir ein wenig nachdenklich. Wir versuchten Sinn und Zweck dieses Manövers zu verstehen. Wir passieren Brückendurchfahrten möglichst in der Mitte an den markierten Stellen und haben damit bisher gute Erfahrungen gemacht. Man muss ja nicht immer alles verstehen, aber vielleicht hat jemand von euch eine Idee hierzu. Dann schauen wir mal, ob die paar von uns errechneten Zentimeter Freiheit über dem Mast ausreichen werden. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Richtig gerechnet. Das Beherrschen der Grundrechenarten hat sich ausgezahlt. Und weiter geht die wilde Fahrt.
toll aus. Dich im Schatten. Also man sieht dich so, nur die Konturen. Mhm. Ich werde dem Medikamentenvorrat an Bord ein besonderes Augenmerk schenken. Da hinten ist Käthe Minde. Ein leckeres Essen wieder. Ja, wir bemühen uns. Lecker Salat und mal wieder Reste. Nudeln mit Ei und Schinken. Das ist unser Blick, unser Ankerplatz. Wunderschön. Da hinten ist die Brücke, die große Beltbrücke. Große Brücke. Und dann die Ostsee. Auch Kattegat genannt. Hier schon mal ein Blick auf den Hafen, den es morgen zu erkunden gilt. Es hat sich weiter aufgeklärt. Was für ein fantastischer Segeltag. Wir hatten ein schönes Plätzchen zum Ankern gefunden. Schön hier, ne? Ja. Da unten sieht man unseren Anker. Weil ich faul war, habe ich unseren Außenborder zur Revision zu einer Firma gegeben. Leider ohne viel Erfolg. Der Leerlauf stimmte einfach nicht. Die Vergaseeinstellung war auch nicht optimal. Das Gemisch war einfach zu fett. Leider geht's immer noch nicht. Prinzessin war not in use. Also Helm ab zum Gebet, Vergaser auseinandernehmen, alles neu einstellen und dann schauen wir mal. Schon wenige Minuten später konnte nach 2 Stunden die geplante Fahrt zum Hafen stattfinden. Prinzessin war entspannt und begeistert. Genau, Prinzessin ist frustriert, wenn wir viel Geld ausgeben, um damit was repariert wird und es dann wiederbekommen und es immer noch nicht funktioniert. Er wirkt doch nicht. Good job, braver Junge. Bei zügiger Fahrt sollte man gut Ausschau halten nach Reusen. Sie sind nicht besonders gut gekennzeichnet. Wassertiefe und Landschaft sind sehr schöne Ankergründe. Hier zu sehen ist ein wunderschöner Badestrand. Langsam kam uns der Hafen näher und näher. Und der Motor läuft. Geht doch. Man muss nur wollen. Technik richtig verstanden kann Freude bereiten. Dann schauen wir uns einmal die Hafeneinfahrt und den Hafen an. Kannst du von beiden Seiten rein und raus hier. Schau mal, groß der Hafen, ne? Wir fanden viele freie, mit grünen Schildern gekennzeichnete Anleger. Die Deiben sind für größere Yachten ein wenig niedrig. Auch bei unserer Weiterfahrt sahen wir noch viele freie Plätze. Es sind auch schon eine Menge Schiffe rausgefahren.
Denk dran, nicht schneller als 3 Knoten. Ich denke an nichts anderes, mein Schatz. Na, aber holla die Waldfee. Wer hier reinfährt, kann sich auf eine starke Strömung einstellen. Dies kann beim Anlegen oder Manövrieren spaßig werden. Da hinten ist die Stadt offensichtlich. Guck mal, da ist Superbruxen. Ist da? Ja, hier geradezu. Superbruxen, yay! Yeah. Wir suchen uns jetzt erstmal ein Käffchen, da ist ein Kaffee. Ja. Wo wir einen Kaffee kriegen, genau. Die Liegeplätze hier im Hafen hatten alle Wasser und Strom, kann man gut liegen. Hier kann man mit dem Dinghy oder dem Tender gut anlegen und bei Superbruxen einkaufen. Hier im Aquarium gab es gerade eine Vorführung. Geht das auch? Stößt du den Kopf? Nach der Brücke gab es auch noch einiges Interessantes zu sehen. Stimmt. Aber hübsch hier, ne? Wir machten uns auf dem Weg zurück, um zu frühstücken. Wir lagen ja 2 Stunden in der Planung zurück durch dieses kleine technische Problemchen. Wir überlegten, ob dies eine Verkehrsregelmöwe ist. Und es galt wieder aufzupassen, den Kopf einzuziehen. Die Mittelgroßen können stehen bleiben. Entwarnung. Nach einer kurzen Suche haben wir auch ein schönes Plätzchen zum Anlegen gefunden. Und das 20 Meter vom Café entfernt. Wie immer filmen wir uns gegenseitig. Nicht immer, wir haben uns noch nie gegenseitig. Wir sind jetzt mal das erste Mal kehrte Minde. Und muss ehrlich sagen, unser Schlauchboot steht da hinter der Ampel. Da unter geht es zum Wasser. Und ich hatte jetzt Hunger und Kaffeedurst, weil wir haben heute noch gar keinen Kaffee getrunken. Und deswegen habe ich gesagt, gleich das Erstbeste nehmen. Und das wäre dieses hier. Mal schauen wir mal. Also die Bedienung war schon sehr freundlich. Na, da bin ich ja gespannt, ob er springt. Na? Traut er sich wohl doch nicht. Die Strömung hat sie ordentlich in sich. Und den Verkehr hat es hier wie mittags auf dem Kudamm. Doch nur wenige Meter weiter hat man absolute Ruhe. Da versteckt sich jemand. Das Ganze nennt sich Andresens Garten. Dies ist der Bereich hinter der Brücke, wo wir vorhin mit dem Schlauchboot waren. Kitty konnte noch ein paar Cash locken und war damit dann auch sehr zufrieden. Ich habe was gefunden an der Statue, an der Amanda aus Kerteminde. Amanda ist irgendeine Dame hier aus Kerteminde. Amanda ist nicht irgendeine Dame, sie ist das Wahrzeichen von Kerteminde. Nicht nur beim Cachen sollte man den Überblick über das Ganze haben.
Kettemünde begeistert einen nicht nur mit seinen restaurierten Häusern, sondern auch mit den kleinen Gassen, die es überall gibt. Und an dänischen Bäckereien kommen wir leider nie vorbei. Die dänischen Spandauer sind zu lecker. In Kerteminde darf die für Dänemark typische Minigolfbahn natürlich nicht fehlen. Wir hatten bei der Anfahrt zum Hafen auch den Strand gesehen und wollten uns diesen von der Nähe betrachten. Das ist die Corona-Zivilisation. Masken im Wasser. Eine Plage. Im letzten wie auch in diesem Jahr Rotfeuerquallen. Wenn man die Masse sieht, wie sie momentan auftreten, macht das morgendliche Schwimmen keinen Spaß. Hier noch mehr davon. Kitty findet sie wunderschön. Ich finde die Dinger einfach nur blöd und nervig. Dafür mag ich Möwen. Ich finde Möwen klasse. Schön frech und hervorragende Flieger. Und das scheint ein Veranstaltungsraum zu sein. Direkt angegliedert an den Hafen ist ein Stellplatz für Camper. Na? Selber na, blöder Turi. Schauen wir uns den Hafen von Kerteminde an. Er ist wirklich groß. Über 700 Plätze gibt es hier wohl. Ein schöner Grillplatz mit herrlicher Aussicht. Und man kann hier offensichtlich Plätze reservieren. Hier ein Überblick über die Haberfee in Kerteminde. Für ein Schiff bis 15 Meter ungefähr 27 Euro. Waschmaschinen gibt es für 16, 10 und 7 Kilo. 7 Kilo kosten 45 Kronen, das sind ungefähr 6 Euro. Die gesamte Hafenanlage macht auf uns einen sehr gepflegten und sauberen Eindruck. Im Hafen gibt es auch eine Anlegestelle für Dinghys. Direkt am Hafen gibt es einige Einkaufsmöglichkeiten und einen kleinen, aber gut sortierten Yachtausstatter. Und da hinten ist der Superbruxen. Gleich gegenüber am Hafen.